Jeder, der ARK spielt, kennt es, man steigt im Level auf, verteilt es anschließend auf Nahrung, Sauerstoff oder Wasser und fragt sich, ob das jetzt so richtig war. Und natürlich war es das nicht. Auf was du beim Skillen achten solltest, klären wir in diesem Video. Also beschäftigen wir uns einmal mit den unnötigen Skills. Das wäre zum einen Wasser. Warum? Wasser haben wir bei uns eigentlich am Anfang immer in der Nähe. Wir sind immer am Strand und auf Level 3 kriegen wir auch schon diesen Wasserschlauch, den wir immer wieder füllen können. Ja, der verliert mit der Zeit Wasser, aber dennoch, ihr habt eine Wasserquelle, ist also nicht so das Problem. Und auch Essen sollte nicht so das Problem sein. Wir können hier einfach immer die Beeren aus den Büschen ziehen. Und wenn wir einen Dodo finden oder ein Para, können wir den auch platt machen, da Fleisch rausholen, das anschließend braten. Und dann dürfte die Nahrungsversorgung erstmal kein Problem mehr sein. Also auch wenn es am Anfang verlockend ist, da Punkte reinzustecken, sollte man das lassen, weil es ist wirklich unnötig. Sauerstoff ist ebenfalls ein Punkt, der unnötig ist. Ja, wir können dann länger unter Wasser bleiben und ja, wir sind dann auch ein bisschen schneller unter Wasser. Allerdings ist es so, man sieht es ja jetzt hier, hier ist jetzt nichts los, kein Megalodon da. Und wenn ihr in die Tiefsee wollt, um irgendwas zu zähmen oder Höhlen zu machen, dann seid ihr eben mit einer ganzen Taucherausrüstung unterwegs und schwimmt nicht einfach so nackig wie ich jetzt hier mit einem Otter auf der Schulter durchs Meer. Also auch das kann man sich sparen. Das sind unnötige Punkte, die ihr woanders reinstecken könnt. Und jetzt ganz wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt das falsch gemacht, ihr habt falsch geskillt, dann müsst ihr euch jetzt keinen neuen Charakter machen. Ihr könnt ganz einfach mit einer Mindripe Tonic bzw. mit dem Elixier des Vergessens eure Skillpunkte zurücksetzen. Das müsst ihr einmal konsumieren, annehmen und dann werden alle Skillpunkte zurückgesetzt. Allerdings eben auch alle Engramme, die ihr jemals gelernt habt. Kann jetzt Nachteil oder Vorteil sein. Wenn ihr Sachen dabei habt, die ihr eh nicht mehr braucht, ist das ganz gut. Dann werden Engrampunkte frei für andere Sachen. Wie skillen wir also unseren Charakter gerade am Anfang? Wir gehen das jetzt mal so ein bisschen durch. Ich bin gerade hier auf The Island angekommen, habe jetzt meine ersten Level gemacht und dann ist die Situation der folgende. Wir farmen jetzt hier ganz viel und in der Regel sind wir eben nicht hier auf der Pflanzenfresserinsel, sondern irgendwo drüben am Strand und werden auch von Raptoren oder Dilos gejagt. Dementsprechend würde ich die ersten Punkte auf jeden Fall auf Gewicht packen und auch Bewegungsgeschwindigkeit. Gewicht zum einen, ihr müsst tragen können, Geschwindigkeit. Ihr müsst weglaufen können. Am Ende wäre ich dann so bei 400 Gewicht insgesamt und wichtig, nein, nicht alles auf einmal da reinskillen, bis ihr bei 400 Gewicht seid, sondern Stück für Stück gucken, was braucht ihr aktuell und dementsprechend Skillpunkte verteilen. Aktuell würde ich mit einer Bewegungsgeschwindigkeit von 100 so schnell laufen, mit 130 schon so schnell und 160 ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack, da seid ihr ordentlich schnell unterwegs, kommt auch vor Alpha Canis davon und seid eigentlich auch so gut wie vor allem sicher. Klar, kann nochmal sein, dass ein Giga nochmal schneller ist, Alpha-Raptoren werdet euch auch kriegen, aber in der Regel seid ihr dann ja nicht mehr zu Fuß unterwegs, also 160 geht schon ordentlich ab. Was in dem Zusammenspiel noch wichtig ist, wäre auch die Ausdauer, weil die Ausdauer entscheidet eben darüber, wie lange können wir schnell laufen und wie lange können wir Dinge abbauen. Das heißt, da würde ich so auf 150 gehen und da müsst ihr eben auch gucken, was macht bei euch aktuell Sinn, ob ihr das direkt mit hochlevelt oder nicht. Und dann müssen wir natürlich auch ordentlich einstecken können, damit finde ich immer platt gemacht werden. Das heißt, Gesundheit muss auch geskillt werden. Da würde ich so auf 290 hochgehen und wir gehen hier von einem Charakter aus, der das Maximallevel von 105 erreicht hat. Zumindest, wenn man keine Bosse gemacht hat. Und was eben auch noch wichtig ist im Zusammenspiel mit Gesundheit und Umweltbedingungen, ist eben die Resistenz. Die haue ich gerne so auf 20 hoch, weil dann kommt ihr mit den Umweltbedingungen besser klar. Das heißt, euch ist nicht so schnell heiß, euch ist nicht so schnell kalt. Und wenn ihr zusätzlich noch einen Otter auf der Schulter habt, wird das Ganze nochmal zusätzlich reguliert in beide Richtungen. Also sowohl Kälte als auch Hitze. Lohnt sich also auf jeden Fall, sich einen Otter zu holen. Kann ich immer empfehlen. Kann übrigens auch noch ein Artefakt für euch tragen, beziehungsweise mehrere Artefakte tragen. Also auch super praktisch für Höhlenläufe. Dem aufmerksamen Zuschauer wird jetzt nicht entgangen sein, dass wir auf Nahkampfschaden gar nicht eingegangen sind. Und das Ding ist, es ist im PvE ein Skill, der ist nicht unbedingt notwendig, der ist aber auch nicht wirklich unnötig. Denn es kommt so ein bisschen auf euren Playstyle drauf an. Wenn ihr jetzt unbedingt immer mit der Pike oder irgendwelchen Nahkampfwaffen die Dinos platt machen wollt, dann könnt ihr natürlich auch auf Nahkampfschaden gehen, weil dann macht ihr einfach sehr viel mehr Schaden. Im PvP ist das Ganze so, da kann es schon sinnvoller sein, weil je nachdem, ob ihr viele Nahkämpfe habt, müsst ihr eben auch mehr Schaden machen. Und da wird sich dann ein höherer Nahkampfschaden werden eben auch positiv für euch auswirken. Ist für mich also weder ein Minus noch ein Plus. Dementsprechend habe ich das hier nicht mit reingenommen, beziehungsweise kläre euch nur einmal darüber auf, was das Ganze kann und was eben nicht. Und was auch immer gut ist, wenn ihr jetzt Blueprints gefunden habt und die unbedingt herstellen wollt und ihr braucht beispielsweise Sättel für 20 Kreaturen, die ihr in den Bossfight mit reinnehmen wollt, dann kann es sinnvoll sein, sich nochmal wieder eine Mindwipe Tonic reinzuballern und alles auf handwerkliches Geschick zu skillen. Warum? Ist ganz einfach. Wir haben jetzt hier beispielsweise den Sattel mit einer Rüstung von 36,6. Wenn wir den aber mit einem höheren handwerklichen Geschick herstellen, ist der schon bei 39,5 und wir sehen es hier, Herstellungsbonus von 17,6%. Ich habe das noch ein zweites Mal gemacht, sind wir bei 38,9 und haben einen Bonus von 13,8%. Das kann also sinnvoll sein, um nochmal die letzten Prozent eben nach oben da auch rauszukitzeln, aber ansonsten würde ich handwerkliches Geschick niemals skillen. Ja, ihr könnt Sachen schneller herstellen, ist aber eigentlich auch nicht so relevant. Mein Idealcharakter sieht denn auf The Island also so aus und wichtig, ihr müsst immer selbst gucken, was ist euch wichtig, was wollt ihr skillen.
spielen. Wo wollt ihr vielleicht ein bisschen mehr machen? Wo wollt ihr ein bisschen weniger machen? Es ist dann am Ende doch schon persönliche Präferenz, aber so habt ihr mal eine grobe Ahnung, in welche Richtung es gehen kann und was ihr vielleicht nicht skillen solltet. Wenn du wissen willst, wie das Themen in ARK wieder so richtig spannend werden kann, dann empfehle ich dir jetzt das Video hier auf dem Bildschirm.